Ihr sucht nach der Reihenfolge aus, welches Feld ihr nehmt. Es gibt immer so viele Punkte, wie da draufsteht. Also Twitch 100 wird 100 Punkte geben, wenn du es richtig machst. Oder wenn du es falsch machst, halt nicht 100 Punkte. Einer von euch sucht das immer aus, aber alle dürfen raten. Wer als erstes buzzert, da kommt ein Schein um eure Cam drumrum, so ein weißer Schleier. Mhm. Und dann dürft ihr natürlich antworten. Und dann kriegt ihr entweder Punkte oder nicht, je nachdem, ob es richtig oder falsch ist. Dann zeige ich die Antwort, dann quatschen wir darüber, lachen denjenigen aus. Nein, das machen wir natürlich nicht. Und dann geht das immer so weiter. Ne? Und ihr wählt nach der Reihe. Erst wird Kieser, dann Schneekristall, dann Crossness, dann Olli. Und dann immer so weiter. Weil es gibt, Olli hat da kein Zufallsding reingemacht. Das heißt, es ist immer, wir müssen uns da jetzt eine Reihenfolge aussuchen. Und dann machen wir es halt von links nach rechts. Dann können wir uns das alle am besten merken. Wer am Ende die meisten Punkte hat, kriegt 50 Euro. Gesponsert von Mello. Auch nochmal Shoutout an Mello, der das hier auch alles programmiert und möglich gemacht hat. Streamgames.tv, ne? Wer Bock hat auf Wer wird Millionär-Overlay, das hier. Dann gibt's noch Chat-Duell, das habe ich auch schon mal mit Kisa gespielt, das können wir auch mal wieder machen. Das ist auch richtig cool, auch von Mello programmiert. Dann auch das Kartenspiel von Mello, ne? Wie heißt denn das nochmal? Stream Ultimate, da könnt ihr euch registrieren in eure Community rein und selber Karten sein. Ja, 50 Euro von ihm. Das könnt ihr verlosen, ihr könnt das einstecken, euch damit Stream-Equipment kaufen oder Drogen oder was weiß ich. Also, die Therapiestunde danach, wer weiß, ne? Mello, bester Mann. nächstes Mal bezahle ich dann wahrscheinlich oder der es wieder hostet. Vielleicht seid ihr bald Partner bei Streamgames und hostet das und ladet mich natürlich ein, damit ich mich genauso blamiere wie ihr hier. Hoffe ich. Damit es lustig wird. So. Ich würde sagen, also hat noch irgendwer Fragen von euch? Der Buzzer wird freigeschaltet, wenn die Frage aufgeht, was? Ich denke schon, ja. Also, so, okay. wo wir getestet haben, hat der Buzzer funktioniert. Guck mal, Mello ist sogar da. Hallo, Mello. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Wir starten einfach. Ich bin nervös. Ich bin auch nervös, ey. Scheiße. Kisa, was würdest du denn nehmen zum Start in das Quiz heute? Was würdest du denn da sagen? Welches Feld? Welches Feld wählst du denn mal für die fürs Einstiegsgehalt? Ich würde direkt blamieren, mache ich 300 Allgemeinwissen. 300 Allgemeinwissen? Oh. Allgemeinwissen ist, glaube ich, das Schwierigste. Also für mich wäre Allgemeinwissen das Schwierigste hier. Ich klicke drauf und dann haltet euren Finger auf den Buzzer. Es geht direkt los in die Frage, ne? Okay. Aus wie viel Einzelknochen besteht eine menschliche Hand? Oh, keine Ahnung. Oh, die Schrift ist nicht mittig, Mello. Nee, also ihr müsst das schon buzzern und dann richtig haben, ne? Also. Ja, also ich dachte, das wären einfachere Fragen. Also wenn ich ja, buzzer gut. falsch liege, kriege ich Minuspunkte. Wenn du buzzerst und falsch kriegst, kriegst du die Punktzahl, was das gerade für eine Frage ist, als Minuspunkte. In dem Fall wären das dann 300 Minuspunkte. Ich glaube, die antwortet keiner, oder? Nein, ich auch zurück. Wir können, also, ja, raten ist natürlich 300 Punkte dann weg, ne? Das ist natürlich das Kritische. Dann würde ich es doch einfach so machen. Jeder von euch. Habt ihr einen Zettel und einen Stift gerade da? Handy. Ja. Oder ein Handy einfach, wo ihr Notizen macht oder so? Und dann schätzt ihr einfach alle mal und der am nächsten dran ist, buzzert und dann drücke ich auf richtig halt. So würde ich es dann jetzt als machen. Mello, viel zu schwere Fragen. Nee, ja, weil damit ich dir die Punkte geben kann, musst du halt buzzern. Okay. Ich sag dann, wer am nächsten dran ist. Also ich würde dann 3, 2, 1 runterzählen und dann zeigt ihr eure, wie auch immer, machen, ne? Nee, Texteingabefelder gibt's nicht, es gibt nur immer buzzern, nur in der Edition hier, in der Beta-Edition. So. Das kann man als Empfehlung mal. Ja, das kann man. Mello schreibt's schon auf, der hat's wahrscheinlich schon fertig programmiert in der Zeit. Also. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und go! Oh, kann man das sehen? Also, 16, ein bisschen runter. 35, glaube ich, ist es bei Schneekristall. Ja. 26 bei Crosses und 15 bei Olli. Und es ist die 27. Das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Deswegen Crosses bitte einmal den Buzzer drücken. Das ist richtig. 26. Ein daneben. Einen wichtigen hast du vergessen. Den hast du vielleicht irgendwie mal irgendwie verloren oder so. Ich weiß nicht. Schreiner. Ich habe keinen Finger mehr. Schreiner. Geil, erste Frage damit rum. Würde ich sagen, hat sich keiner blamiert. Aber wir haben was gelernt. Ne? Gut, dann Glückwunsch, 300 Punkte an Crosses, an meinen persönlichen Favoriten. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Crosses, aber ich habe dich als Favorit angekündigt. Ich bin genau in dem Moment kurz reingekommen. Und ach so. Oh, huch, scheiße. Also upsi, würde ich sagen. Ne? Gut.
Dann gucken wir mal, ob du bei der nächsten Frage auch dein Können unter Beweis stellen kannst. Schneekristall, was würdest du wählen? Also ich wähle, wer weiß denn sowas, und ich glaube 200 Punkte. Ja, sicher? Ja. Sicher. Okay, dann, wer weiß denn sowas, 200 Punkte halte, die Buzzer bereit ist, brennt. Zu welchem Unternehmen gehört Twitch? Oh, da hat Crossness natürlich als erstes, und ich weiß, dass er es weiß, aber Crossness, sag doch mal, zu welchem Unternehmen gehört denn Twitch? Amazon. Amazon ist richtig. Der ist Speedfinger, ne? Guck mal, 500 Punkte Vorsprung schon an beim lieben Crossness, Alter. Krass, jetzt mal anstrengend, ne? Ja. Aber läuft gut. Also bis jetzt noch kein Bug, ich bin sehr stolz. Ist alles noch in Arbeit-Beta-Version, sagt Mello Mello, alles gut. Wir wissen doch, was abgeht. Es ist super auch, und ich konnte Farben alles einstellen, ne? Also hoi, 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 richtig geil. Crossness, jetzt Sieger der Herzen, gerade in der höheren Rangliste hier in der Position. Also, was wählst denn du? Um allen die Möglichkeit geben zu können, das auszugleichen, machen wir mal Twitch 500, bitte. Twitch 500, jetzt kann es richtig Punkte regnen oder auch nicht. Wir gucken rein, Twitch 500 ist, wer hat die meisten Follower auf Twitch? Ich hätte es nicht gewusst, sage ich jetzt schon mal. Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht. Ist mir auch zu heikel. Ah, Jungs, ihr könnt doch nicht alles zu heikel. Wer hat denn jetzt die meisten Balls? Ich glaube, ich weiß. Weißt du, ja. Spanier, dieser eine. Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich kenne den Namen. Kleine Zwischenfragen. Ist es Montana Black? Fragezeichen. Kann ich das sein? Also ich glaube, ihr kennt ihn alle. Okay. Logischerweise. Okay. Ja, das war ein kleiner Tipp, ne? Ja, gut. Eindeutig Mr. 27 Cent. Hat er mal die Plattform gewechselt? Das ist jetzt die Frage. Chat? Ach nee, ja, ihr wisst, ihr seht die Antwort ja nicht. wer weiß, ne? Also irgendeiner, hat er die Plattform mal gewechselt? Wer hat denn alles so die Plattform gewechselt? Ich weiß es nicht. Sagt ihr, ist alles zu heikel? Zu heikel. Zu heikel, dann mache ich jetzt, das hier kann ich leider, würde ich sagen, schätzen ist hier blöd, ich würde es jetzt einfach auflösen. Und es ist Ninja, ja. Auch Ninja. Ja, der ist auch Mixer gegangen. Ach, der ist der, ja stimmt, der hat gewechselt, ne? Aber haben noch mehr gewechselt? Ich glaube hier, Dr. Disrespect hat mal gewechselt, glaube ich, oder? Nee, der war mal gebannt, glaube ich, oder so. Ja, ne. Ninja Shroud. Was dachtet ihr, Crossness, was dachtest du als erstes, wo ich dann ihn gesagt habe, dass weiblich, dachtest du, ist es Poolstreamerin? Moment, habe ich gehofft. Hast du gehofft, weil du die so gut unterstützt, weil dein ganzes Geld dahin fließt. Ja, okay. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Okay, ja gut, schade, keiner Punkte gekriegt, aber die erste 500er-Frage damit erfolglos beendet, sag ich mal. Hoffentlich nicht bei den anderen, ne? Hätte gedacht, Shroud oder XQC? XQC hat auch, glaube ich, sehr viele Follower, ne? Ist glaube ich, auch unter den Top 10 dann so. Naja, Olli, dann sag doch mal, was willst du? Filme und Serien sehr, sehr schlecht und wir sind noch alle ein bisschen kalt, deswegen nämlich Filme und Serien 400. 400, ja gut, okay, die Argumentation habe ich nicht ganz genommen jetzt, aber okay, drücken wir drauf, ab geht's. Wird das ganze Board gespielt, oder? Oder lassen wir was es wird, aus? Es wird das ganze Board gespielt, ja. Gut. Okay, ab geht's. No risk, no fun. Wie lange geht der längste Film der Welt? Auf Minute, genau. Sagen wir mal Stunden. Oh. Plus, minus. Oh nein, da gab's ja irgendwas, ne, Cosnes? Ich sag mal, Toleranz nehmen wir plus, minus 10 Stunden. Oh Gott. 10 Stunden? Ja, das ist schon ein Tipp eigentlich, dass es sehr viel ist. Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich war auch gerade komplett geschockt. Plus, minus 5%? Junge, dann muss ich jetzt einen Taschenrechner hier rausholen, Alter. Wollen wir plus, minus 5% machen? Wartet mal. Holy shit. Theoretisch ist es eine Schätzfrage, ne? Das ist bestimmt so ein französischer Kunstfilm, schwarz-weiß und stumm und da die ganze Zeit einfach tagelang der Film. Ja. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, es ist auch über eine Woche. Über eine Woche Dauer. Ich weiß nicht mal, wie viele Stunden das sind. Aber ich. Ja, ich musste auch überschlagen kurz, aber es ist halt so weit weg, dass es. Boah, crazy. Traut sich wieder keiner. Ist eine 400. Das ist aber auch heftig. Also ich glaube, wenn man das mal irgendwie bei Faktastisch gesehen hat oder so, dann kann man sich das schon merken, weil es so absurd ist. Ich würde sagen, ich drück drauf, ne? Es ist einfach. Ambience, glaube ich. Oder ich denke mal, spricht man anders aus. Schwedisch. Oh no.
von schwedischen. Ja, das Wort kann ich nicht lesen. 720 Stunden oder 30 Tage. Und ich frag mich, Jungs, wer hat diesen Film jemals geguckt? Und wie spannend ist der? Die Spannungskurve würde ich gerne mal sehen, so ein Diagramm. Das wäre vielleicht mal wichtig, was da passiert. Das ist insane. Ja, nach 3 Stunden Pizza ein. Naja. Okay, ja, schade. War aber auch wirklich eine sehr schwere Frage. Ich wüsste es auch nicht. Skip sagt auch, wait, what? Watch Party. Ja, wir machen Watch Party nächstes Wochenende. Bis ins nächste Jahr rein. Hoffentlich gibt's ihn auf Amazon Prime. Mach doch einen Sabaton draus. Solange den Film gucken, bis Zeit raunt. Ja, da kriegst du auch nichts gespendet. Oder? Also, ich, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein richtig guter Film. Ja, wahrscheinlich. Deswegen kennen wir den alle. Ja, gut. Ja. Ich weiß es nicht. Naja, okay, krass. Ja, schade. Was ist so, was denkt ihr, was ist euer längster Film, den ihr je geguckt habt? Wahrscheinlich bei den meisten irgendwie Herr der Ringe oder so. Ja, Herr der Ringe dauert 3,5, glaube ich. Wie ist das mit Blauen Männchen? Heißt was? Der Film Blaue Männchen? Nee, wie hieß denn der Film nochmal? Avatar meinst du? Achso, ich hab's gar nicht gecheckt. Boah, wie lange geht denn der? Weiß ich nicht. Der neue geht jetzt über 3 Stunden. Oder Titanic sogar noch. 3 Stunden 20 oder so wahrscheinlich. Blazer. Ja, ich denk mal so, also ich glaube, den längsten Film könnten Schneekrister, was sagst du? Hast du Herr der Ringe geguckt? 3,5, so irgendwie sowas? Ben Hur geht so 5 Stunden. Avatar, ja, der dauert auch auf jeden Fall über 3 Stunden, ne? Ich glaube, der ein oder andere Harry Potter dauert auch nackt an die 3, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, okay, wir sehen also, wir sind ungefähr in dem 3-4-Stunden-Bereich und der nächstlängere ist dann 720 Stunden irgendwo da, also wird ein knappes Ding, würde ich sagen. Cool, dann haben wir jetzt eine Runde unten geschafft bis jetzt, 2 von 4 Fragen beantwortet und beide hat Crossness. Bis jetzt die erste Runde sehr gut gemacht. Für Crossness. Kisa, ab geht's, du darfst wieder aussuchen. Oh, yay. Ja. Ich kann halt keine von den Kategorien, also mache ich Allgemeinwissen 200. Du bist hier die Allgemeinwisserinnen. Ich kann alles andere halt nicht, so. Ja gut, war ja auch Ollis Taktik, ne? Vielleicht erstmal das Schlimme eliminieren und dann später punkten, wer weiß, wir gucken rein. 200 hast du gesagt, ne? Mhm. Ab geht's. Wie nennst du ein männliches Schwein? Nein, nee, ich war früher. Oh, what the fuck, Crossness. Wie nennt man denn ein männliches Schwein? Das ist ein Eber. Das ist ein Eber. Alle, die Metin 2 gespielt haben, wissen das, weil sie die ersten 8 Stunden Eber gekloppt haben. Deswegen. Aber schönes Bild, ne? Das Bild habt ihr auch gesehen, ne? Das ist ein süßes Bild, ne? Das ist ein kleines Schweinchen. Ein Ferkelchen, ja? Ja, das wird vielleicht mal zu einem richtigen Mann. Das kann sich entwickeln. Ja, nur weil ich keinen Bartwuchs habe, musst du mich jetzt nicht so blöd anmachen. Ja, Schatz feiert. 700 Punkte jetzt Vorsprung bei Crossness. Würde ich sagen, damit sich das ändert. Schneekristall, was nimmst du? Ich hätte jetzt Gaming 100 Punkte genommen. Gaming 100 Punkte, da fühlen wir uns, glaube ich, alle relativ wohl. Nee, überhaupt nicht. Also, ich weiß, Crossness weiß von Gaming sehr viel. Ich weiß, Olli ist relativ gut drin. Wir gucken mal, wie es bei den Mädels aussieht, ne? Wir gehen rein. Gut, leider. Wie heißt die Stadt in GTA 5? Und da wurde auch schon gebuzzert. Warte mal, darf ich überhaupt so früh buzzern oder soll ich dich erst ausreden lassen? Du darfst schon buzzern, wenn du das Bild siehst, ja. Ja, okay, dann Los Santos. Ja, ist komischerweise richtig. Cross ist wieder Punkte reingedonnert. Los Santos, schönes Spiel. Vor allem mit Chaos Mod. Dass du solche Reflexe hast, das ist ja unglaublich. Ja, der hat geübt. Der war so nervös, glaube ich. Die ganze Woche hat er geübt. Ich habe ihn noch nicht online streamen sehen. Der hat nur geübt. Aber die Frage kommt bei euch auch da, wo der Buzzer drauf ist, ne? Das steht bei euch auch in der Sekunde. Ja. Ja. Ja, okay. Nicht, dass ich hier einen Vorteil habe oder sowas. Nee. Okay. Kannst ein bisschen was von deinen Synapsen teilen, finde ich, dann wär's vielleicht dann so. Oh, vielleicht einfach mal ein Glücksdrücker, ne? Vielleicht einfach mal ein Glücksdrücker, wer weiß. Drücken ab jetzt. Einfach mal, ja? Vielleicht mal. Ich meine, vielleicht also, was? Punkte sind auch Punkte, also. Ja, besser als null, ne? Ja, okay, dann Mr. Führend, ab geht's. Mach mal Filme und Serien 100, bitte. Filme und Serien 100 mache ich gerne. Sehr gerne. Mal was Kleines für den kleinen Crossi. Okay. Ab geht's. Wer streamt den 2020 lauter der Studie der Billy? Oh, ich war zu langsam mit Lesen. Cross ist mal wieder zu schnell. Ich hab's extra versucht. Ja, wer war denn laut einer Studie der beliebteste 2020? Netflix. Ja. Okay, ich dachte, das ist so einfach, aber war auch die 100er-Frage, ne?
Es war die 100er, ja. Ja, es war die 100er. Ja, damals war Disney, gab's, wie lange gibt's Disney Plus schon? Ich weiß es nicht. Nicht so lange wie Netflix auf jeden Fall. Es gibt, das geht nicht. Prime vielleicht auch geahnt. Ja, glaube ich. Ja, okay. Ja. Ich glaube, Disney Plus wurde da irgendwann released, ne? Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Wahrscheinlich nur starten erstmal. Ja. Ja, ja, klar, na stimmt. Das war da vorher, ne? Okay, Cross ist 900 Punkte jetzt. Eieiei, Mädels, also langsam. Langsam wird's hier kritisch, würde ich sagen. Also wir haben, ist natürlich noch alles offen, wir haben noch 400, 500er Fragen, wenn die einer reinkloppt, sind das 2000 Punkte. Ne, wer weiß, ne, wer weiß. Olli, was würdest du denn nehmen, um vielleicht einen Vorsprung zu den Mädels aufzubauen oder die Mädels einen Vorsprung zu dir aufbauen zu lassen? Ich möchte, dass die Mädels Minuspunkte machen. Und zwar das ist gut. Twitch 100. Twitch 100, die Frage kenne ich sogar. Ah ja, die habe ich nämlich getestet. Wir gucken rein. Twitch 100 ist... Welche Farbe hat das Twitch-Logo? Oh mein! Ah, guck mal! Schneekristall. Lila. Lila, guck mal einer an. Das ist falsch. Nein, das ist natürlich... Meine Lieblingsfarbe, hallo. Und deine Lieblingsplattform natürlich auch. Ja, natürlich, Twitch. Nochmal Shoutouts. Wir wollen alle Partner werden, ne? Schön, dass ihr uns diese Plattform gibt. Muss man ja auch mal sagen, ne? Schneekristall, 100 Punkte. Guck mal einer an. Das hätte ich nicht gedacht. Nein, ich hab's... Super gemacht. Guck mal, jetzt noch zwei Leute. Die, die ich am längsten kenne von Twitch, Olli und Kisa quasi, haben jetzt hier noch 0 Punkte. Das darf natürlich nicht so bleiben. Ja, sieht gleiches an, ne? Ja, ja, vielleicht. Rote Haare brauchen länger zum aktiviert werden, ne? Ach, guck mal, mir wurde gerade ein Shoutout gegeben von Kisa. Dankeschön, Kisa. Ich sehe das hier. Gut, Kisa, auf den Shoutout erstmal. Was machen wir jetzt? Wer weiß denn sowas 300? Wer weiß denn sowas 300? Das sind, glaube ich, immer crazy Fragen. Wir gucken mal. Wir lieben das, ne? Lieben wir. Ab geht's. Also for real, ich guck die Serie. Das YouTube-Video hat die meisten Aufrufe. Und das weiß ich, weil es bei Kisa im Quiz mal war, glaube ich. Was? Ich glaube schon. Nein. Ich weiß nicht, ob es Platz 2 mittlerweile ist. Ja, da genau, das denke ich nämlich. Ah, Olli? Oh, doch. Gangnam Style. Gangnam Style ist leider falsch. Echt? Ist es? Ja, so es ist Baby Shark Dance. Oh, Baby Shark Dance. ja, ist leider falsch und Olli damit der Erste. Wenigstens keine 0 Punkte mehr. Ja. Wenigstens hast du schon was gemacht, ne? Das ist, sehr schön. Ich sage in League auch immer, ne, wenn ich 0-0-0-3 stehe oder 0-5-3, dann hatte ich wenigstens 3 Assists so und das kann man ja ungefähr genauso sehen, ne? Genau. Das ist sehr nett von dir, Olli, dass du dich da geopfert hast. Ich dachte auch immer, früher war es, Gangnam Style war es eine ganz lange Zeit, ne? Mhm. Und irgendwann war Lady Gaga nicht auch mal irgendwie Platz 1 oder irgendwie sowas? Irgendwas habe ich da im Kopf. Ed Sheeran oder sowas. Ed Sheeran. Doch, ja, Ed Sheeran. Ja, das kann sein, ja. Rothaarige halt, ne? Die will jeder sehen, das macht schon alles Sinn, ja. Mhm. Props an Olli an der Stelle. Ja, ja. Wir verstehen uns. Ja, ja, ja. Ja, Schneekristall, du mit deinen 100 Pünktchen, ne? Willst du das mal eben hier ein bisschen erweitern? Und womit? Bin ich schon dran? Du, ja, es geht ganz schön schnell hier, ne? Ich dachte irgendwie, ich bin da nicht dran. Despacito war lange auf Platz 1. Ach, guck mal. Ah ja, genau. Stimmt, ja klar. Ach Mensch. Ach Mensch. Ja. Film und Serien nehmen. Film und Serien, ja. 200 Filme und Serien, 200 Filme und Serien zum ersten, zum zweiten, zum dritten und go! Cliffhanger wird hauptsächlich als ein offener Ausgang einer Episode auf ihrem Höhepunkt. Achso, oh, yo, du, stimmt. Oh, warum steht denn das da direkt an der gleichen Zeile? Das ist ja blöd. Ja, Schneekristall, was ist denn die Antwort? Wenn du es jetzt wortwörtlich hinkriegst, dann. Das schaffe ich nicht, aber wenn es am Ende so spannend wird und die Serie endet halt. Ja. Ja, würde ich gelten lassen, ja. Ja. Ich hab's schon vorgelesen. Cliffhanger wird hauptsächlich als ein offener Aufgang einer Episode auf ihrem Höhepunkt mit Serien assoziiert. Ich würde sagen, das ist richtig. Ja, wollte gerade irgendwer was sagen? Nee, ich bin nur verzweifelt. Ach so, okay. Schnell. Ja, dann geht's ja. Was passiert hier gerade? Ihr seid noch so jung, ihr könnt aber noch so richtige Reflexe, ne? Bin ich der Älteste eigentlich, oder? Nee, Crossness ist auch 28, glaube ich. Schneekristall ist 23. Ich bin einfach dumm. Kisa ist egal, wie alt die ist, das wird sich nicht ändern. Genau, viel zu langsam. Olli, wie alt bist du denn? 32, also die Reflexe sind schon... Oh, okay, ja gut.
Und dann auch noch so viel feiern, wie du das machst, ne? Also ich sehe ja immer, was du da in deiner Freizeit treibst. Auch nochmal bei Olli auch mal oder bei allen auch mal bei Instagram vorbeischauen. Witzige Storys sind alle vier eigentlich, ja, Crossness. Aber ja, aber die anderen sind ja relativ gut bei Instagram auch dabei, ne? Gerne da folgen, da sind auch coole Stories von mir dann gerepostet, so wie ich die einlade und sowas. Richtig witzig, könnt ihr mal reinschauen. Richtig geil. ja, geil. Das hat ja gut geklappt, dass ich die Antwort vorgelesen habe. Ja, super. Dann werden wir jetzt weiter aufpassen. Crossness, was würdest du denn gerne mal für eine Frage hören? Erstmal, also so wie das die Frage gerade gestellt war, ne, dann ist eine Antwort auch nicht unbedingt definitiv, sondern ist so ein bisschen auch Spielraum. So, dann ja, das muss ich dann entscheiden, ne? Quasi meine Antwort und du sagst dann, frei vorgelesen, zählt. Ja, viel Bilder benutzt, okay. War spannend und ja, also ja. Okay, gut. Ja. Dann gib mir mal Gaming 500. Oh. Oh, Jungs und Mädels. Gaming 500, okay, let's go. Wie hieß die weltweit erste Spielekonsole? Also meine erste Spielkonsole war eine PlayStation 2, das kann ich euch sagen. Aber davor gab es auf jeden Fall andere, weil sonst hätten die das 2 nicht in den Namen gebracht. Obwohl Metin hat es auch gemacht, aber... Hat aber naja. Kisa, wie stehst du denn zu Politik derzeit? ich weiß es eigentlich. Ich kann euch sagen, dass es auf dem Bild ist es nicht. Nein. Hoffe ich. Das wäre auch echt dumm eigentlich, ja. Die Quizmusik passt gerade super, ihr macht das toll. Also ich kann euch mal das Jahr sagen, wann sie erfunden wurde. Ist das für 86 ist nicht richtig, nee, 72 wäre das Jahr. Na, guck mal, ich hätte mal Schatzfrage gut abgehakt. Ja, also wenn das die Frage gewesen wäre. Nee, ich komme nicht drauf. Nee, Mello, es liegt nicht an deinen Fragen, es liegt an den Teilnehmern. Nee? Hat er die Fragen auch gemacht? Nee. Ja, Mello hat alles gemacht. Ich bin hier nur der Typ, der die Kamera falsch eingebunden hat und sowas. Oh, einer im Chat weiß es sogar bei mir. Wie ihr guckt jetzt. Also. Okay, ich. C64 oder sowas? Keine Ahnung. Das ist komisch. Sag ich nichts zu. Ich zähle einfach von 5 runter und wenn keiner drückt, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt kommt gerade ein Trommelwirbel mit meiner Musik. Show Answer. Es ist der Magnavox Odyssey. Ich glaube, war das nicht sogar bei uns mal eine Frage? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen. Paco wusste es direkt. Paco hat es direkt im Chat geschrieben. Ich weiß, Paco hat mir das auf jeden Fall schon mal erzählt. Ah, oh, das ärgert mich. Schade. Aber das sind 500 Punkte, die, ne? Und das war die zweite 500er-Frage, ne? Eieiei. Was war denn eure erste Spielekonsole, die ihr hattet? Das war eine Atari, glaube ich. Ja, oh, Atari. Ja gut, ja. Wann kam Atari raus? Wann war das? Weiß ich glaube, das wird auch so 88, 87, 89 so gewesen sein. Ja, ja. Vielleicht sogar eher früher. Ich bin nicht ganz sicher. Bei Crossness schätze ich, ist es bestimmt die PS1. Meine erste eigene Konsole? Ja. Tatsächlich eine GameCube. Bis GameCube? Die most underrated Konsole aller Zeiten. Ja, das sagen viele, ne? Habe ich jetzt letztens bei TikTok gesehen, ja. Die war so krass, Junge. Grafik. Nein, Technologie, Junge, du siehst die Grase immer da, flattern alles. RTX. Schnickes, was ist da? Du bist ja hier die Jüngste von uns, ne? Was ist deine erste Konsole gewesen? Keine. Noch nie eine gehabt? Nee. Du bist immer PC schon, PC Master Race. Schneekristall komplett, alles Geld da reingewollt. Das ist krass. Ja. Das das hört man selten, ne? Ja. Das hört man wirklich selten. Kisa, was ist jetzt bestimmt bei dir auch, ne? Nee. Nintendo, der ist Light, ey. Light auch noch? Ja. Ach, Professor Layton. Ich lieb's. Wolltest du das nicht sogar mal spielen, hast du gesagt? Ja. On-Stream auch, ne? Ja. Ja, also wer Bock auf Professor Layton hat, kann ja rufen bei Kisa. Und da auch immer reinschauen und dann ein Völlöchen da lassen für Professor Layton, ja. Ein Völlöchen. Ein Völlöchen, Alter. Ein Völlöchen, Junge. Ja, klar. Ein süßes aber. Ein süßes. Und so ein Schokotoast, ne? So ein Schokotoast, ja. Mit Salz drauf. Mal 69 Bits spenden, habe ich gehört. Da oh ja, das soll ganz crazy sein, was da für ein geiler Typ dann kommt. Bei mir auch. Ah. Okay, cool. Also krass, direkt PC. Krass. Das ist schon geil.
Gut, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt ist es schon so lange her, wer war denn dran mit Frage aus? Kisa, glaube ich. Kisa, nee, wer hat denn Gaming 500? Hat Crossness genommen, oder? Ja, das war doch gerade Gaming. Ja, gut, dann ist Olli dran. Aber machen wir was Einfaches. Wer weiß denn sowas 100? Wer weiß denn sowas 100? Bei einfachen Sachen drücken wir auch schnell drauf. Ne? Ab geht's, wir lesen natürlich nur die Frage vor. Welche drei Personen gehören zu der Band Dead Adam? Was das denn? Oh, wenn jetzt Nika mitmachen. Kennt ihr Dead Adam nicht? Nee. Doch. Ich kenne die Namen, aber ich weiß nicht, wer der alles weiß. Ich kenne nur den Main davon. Ja, also. Ja. Sag mal. Also, ich kann mal. Es ist ein bekannter YouTuber oder alter YouTuber aus der alten Szene in dieser Band und das ist der nette Taddel, ne? Wisst ihr jetzt vielleicht mehr, welche Band das sein könnte? Oh, warte. Taddel macht ja auch Musik als TJ Beast Boy, ist aber auch in der Band Dead Adam oder war in der Band, ich weiß gar nicht, ob die sich aufgelöst hat. Guter Punkt, ich glaube, die haben auch die Zusammensetzung geändert. Das kann sein. Ich habe hier auf jeden Fall drei Namen stehen. Ja, gut. Dead Ducking Adam, ja. Punkte. Such irgendwas aus, komm. Komm. Ich kenne die beiden. Ich weiß, wie sie aussehen. Du brauchst aber drei, ne? Ich weiß, wer die beiden sind. Kein Druck, Kisa. Soll ich schon mal runterzählen, oder? Ja, komm, ich will dir jetzt. Du darfst dich nichts rausholen. Es geht nicht. Dann würde ich sagen 5. 4. Ich komme nicht drauf. 3, 2, 1. Leider keiner. TJ Beast Boy ist bei mir auf Top 1. TJ Beast Boy kennt. Ja, TJ Beast Boy geht auch, glaube ich, mehr durch die Decke als Dead Adam. Habe ich das Gefühl, keine Ahnung, ich bin in der Szene jetzt nicht so drin. 10 Jahre her, Dead Adam. Alter. Dead Adam ist schon lange her, ne? Mein Spaceship macht brrr. Nie gehört. Nie, ja, Olli, das ist auch, glaube ich, nicht deine Generation an Musik. Das ist bei mir auch noch ganz knapp am dran, knabbern quasi. Ich hab's schon gehört, ja. Ja, wir gucken uns einfach mal an. Es ist Taddel, Adi und Mali. Adi! Mann! Oh, Adi. Also Mali hätte ich aus dem Kopf, auch wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber Taddel und Adi wusste ich auf jeden Fall. Genau. Same. Hydrophy-Diva-Liebe, ja. Guck, Paco hätte es gewusst. Ja, der hat sie auch damals gehört, tatsächlich. Da habe ich noch gar nicht gehört. Hier steht Mali, aber er ist Mary, ne? Mary am Bass, Junge. Ja, alles gut. Ich lese nur das, was hier steht. Marius Lee. So. Schade. Schade. War auch krass, ne? Das war 100, ja? Ja, gut. Für Mello ist das vielleicht, wenn du die Musik selber hörst und die Fragen so zusammenstellst, denkst du dir wahrscheinlich schon, dass es. Ist eine einfache Frage, ja, ne? Ja, alright, fair. Ja, fair. Was ist euer Lieblingsmusikgenre? Also bei Crossness weiß ich's, wie bitte? Chill Out? Chill House. So, Chill House, ne? Ruhige Musik mit wenig Text. Ist das nicht irgendwie. Ist das nicht. Kämpfen die gegeneinander so? Chill House? Stimmt. Ja, das passt eigentlich nicht, aber die Kontroverse, das ist halt eine. Das ist der geile Scheiß. Ja. Müsst ihr euch anhören. Gibt's das auch im Club so? Also wo die Leute dann schlafen gehen oder eher ist, meinst du, kann man da gut einschlafen oder nicht, ist jetzt die Frage. Es ist mehr so Konzentrationsmusik, würde ich sagen. Also einschlafen würde ich auch nicht was sagen. Oh. Man kann das schon innerlich abgehen, aber auch eigentlich gar nicht. Also wie Ritalin. Genau. Ja, okay. Crossness, ich glaube, du bist eher so ein, du hörst, glaube ich, viel Rap, ne? Kollege, habe ich gehört, ist da auf jeden Fall in deinem Repertoire. Yes, sir. Yes, Sir, das, aber auch sonst, meine Musik im Auto war auch toll, ne? Dead Adam. No shit. Du hast Dead Adam gehört. Die allerersten Tracks davon laufen manchmal immer noch in den Playlists, so. Dead fucking Adam von. Aber es ist halt, wie gesagt, 2013, ist halt wirklich schon 10 Jahre. Schon lange her, ne? Schneekristall, was sagst du? Was ist dein, eher High School Musical oder Camp Rock? Oh, geil. Beides von mir auf jeden Fall in der Playlist, sag ich ja, wie es ist. Smash. Jugend vor des Jahres geworden, ne? Ja, Smash? Stimmt. Ja. Echt? Ja. Traurigerweise. Wow. Aber besser als Gommemode, das habe ich halt davor noch nie gehört. Kein Minecraft-Kiddy gewesen, der Olli. Nee. Ja, Schneekristall, erzähl doch mal. Ja, ich finde alles so gemischt, ne? Aber eher, wenn dann Pop, so alles mit Popmusik und so. Alles mit Poppen, ne? Taylor Swift. Genau, ja. Taylor Swift, ja, auch geil. Ja, also, die Musik auch. Kisa, was ist deine Musikrichtung? Du hörst ja oft meine Playlist. Nicht mehr. Du hast jetzt eine eigene gemacht. Wahrscheinlich nur die Lieder, die du nicht magst, raus und dann, ja. Also ich höre ja privat kaum Musik, aber wenn, stimmt, ja. Dann Dance-Pop oder halt der
nicht asoziale Deutschrap. Also der nicht asoziale, ja. Ja. Ja, ja. Tilo. Tilo, genau. DJ Khaled. Aber ist ja auch kein Deutschrap, ne? Ja, gut. Ich habe gehört, Kisa hört ja gerne Podcasts und ich habe natürlich auch den Lieblingspodcast von mir empfohlen, Bad Guys Deluxe mit dem lieben Crossness und dem lieben Max, Alter. Ich höre ihn gerade von Anfang an, die ersten Folgen, es ist richtig cool. Es ist richtig lustig, wie die beiden sich verändert haben. Die erste Folge war richtig geil mit der tiefen Stimme aus dem Off. Die war damals noch dabei. Es ist richtig witzig und Kisa hat mir auch versprochen, sie guckt sich, hört sich auf jeden Fall noch die Folge von mir an. Du kannst sie auch auf YouTube gucken, also es gibt Spotify, Deezer, alles, ne? Also da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Spotify ist abgestürzt. Kann man auf jeden Fall mal reinhören in den süßen Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Super, ich muss mich zwischendurch immer kaputt lachen, weil die einfach so dumm sind. Das ist einfach geil. Kann ich nur empfehlen. Okay, dann, ja, Kisa. Ja. Hau nochmal einen raus. Ja, Allgemeinwissen 100. Oh, die 100 hat danach alle weg. Die letzte 100er Frage Allgemeinwissen. Jetzt nochmal. Jetzt komplett buzzern. Ab geht's und wir gehen rein. Welcher Berg ist der höchste Berg der Welt? Ja, doch. Doch, du bist es. Du bist es. Jetzt ist nicht, jetzt falsch, wäre ganz peinlich. Ich muss kurz überlegen. Nein, Mount Everest. Der Mount Everest, das ist sogar richtig, ne? Ich dachte eher, du wärst so auf Zugspitzenlevel, aber. Du bist auf Mount Everest schon. Wie Karl S. Wie Karl S. Du hast nur noch ein Ping, wetten? Ja. Oh Mann. Nicht die Frankfurter. Schade für Kisa, aber dafür jetzt nur noch minus 200 Punkte bei Olli, ne? Du musst ihn auch da wieder rauskommen lassen, Kisa, ne? Du hast das netterweise natürlich gemacht. Ja, danke, Nadine. Genau. Danke, Kisa. Danke, danke. So, wie ich. Die 100er jetzt weg, ne? Die 0 noch nicht wieder, ne? Noch nicht. 100er sind weg, jetzt gibt's nur noch die leichten Fragen, die 200er, leicht in Anführungsstrichen, wer weiß. Und noch ein paar 400er sind noch sehr viele da. Mal gucken, wofür sich Schneekristall jetzt entscheidet, ne? Ja, ich entscheide mich für Twitch 400. Twitch 400, oh. Tschüss. Das könnte gefährlich werden, wir gucken uns mal an. Kommt Olli aus dem Minus raus, das seht ihr in der nächsten Folge. Nein, jetzt! Hi Cliffhanger! Ich hab keine Ahnung. Wie hieß der Vorgänger von Twitch? Ja. Das habe ich irgendwo schon gehört. Und Crossness hat es anscheinend auch schon gehört. Und ich glaube, ich habe es vielleicht sogar in seinem Podcast gehört, dass es so ist. Weil er es, glaube ich, sogar gesagt hat, deswegen Crossness. Tell me. Oder tell us. Justin TV. Ja, Justin TV ist vollkommen richtig. Hab ich noch nie gehört. Da in Deutschland aber Justin ein Name ist, den viele Leute als abwertend empfinden. Habe ich gehört. So wie Kevin, ja. Ja, man sagt, das ist ein richtiger Justin. Also mein Vater sagt das, der arbeitet in so einer... Nie gehört. Mein Vater sagt das. Vielleicht, schlecht. Puh, wer weiß. Ist auf jeden Fall richtig. Und damit haben wir die Tausender-Marke bei Crossness einfach geknackt. Yes, sir. Bam. Das 400 Punkte. Oh, geil. Das war 400, da Frage. Unglaublich, ne? Ja, der Typ ist... Ich Olli, du hast minus 200. Ich bin nicht so abgehoben. Egal, Hauptsache keine Null. Ja, Hauptsache keine Null. Ich passe jetzt extra rein und sage irgendeine beschissene Sache. Das könntest du. Am besten bei einer 500er-Frage. Das ja, entscheidet aber der Kurs. Keine Punkte kriegen, mache ich jetzt einfach. Ja, könntest du tun, ja. Ja, klar. Natürlich. Crossness, wie stehst du zu der Aussage von Kisa? Was würdest du wählen? Mal gucken, ob sie sich wirklich traut. Allgemeinwissen 500. Allgemeinwissen 500. Ich weiß nicht, ob sie sich das traut. Ich hab Angst, nee. Mal gucken. Die Hände sind oben. Kisa, ein Tipp vielleicht. Die Hände nicht auf den Kopf legen, falls du schnell buzzern willst. Ist vielleicht ein guter Tipp, ich weiß es nicht. Wir gucken rein. Allgemeinwissen 500. Ab geht's. An welchem Tag fiel die Berliner Mauer? Tag. Ach du Scheiße, ich guck nach rechts, ich sehe es, es leuchten. Den Monat. Ja, es ist aber, Ich weiß. Weiß Crossness den Tag, ist die Frage. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube, ich weiß es. Mhm. 8. November 89? Oder 6. Aber ich glaube, ja. Du hast 8. gesagt, du darfst leider nicht mehr wählen und es ist nicht der 6. Was ist der dritte? Aber wenn du ein bisschen drunk bist und dich umdrehst, dann könnte es der 9. November sein, ja? Oh no. Und das sind 500 Punkte weg. Ja. Und das könnte alle nochmal hochleben lassen. Die Motivation steigt bei den Gegenspielern, glaube ich. Der Herzschlag. Wir brauchen nächstes Mal noch von jedem diesen Herzschlagmesser auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ich bin bei 180. 180. Das ist nicht gesund, Kisa, ne? Also sag Bescheid, wenn wir das hier abbrechen müssen.
Ruhrpuls. Das tut irgendwie weh. 800, ja krass. Habt ihr das viel beigebracht gekriegt? Ich habe bei uns war das in der Schule mal eine Woche Thema, glaube ich. Ich hätte es nicht gewusst, nicht mal das Jahr. Also das war gar nicht. Monat hätte ich auch gewusst, ich hatte aber irgendwie 3. November im Kopf. 3., okay. Mhm. Ja, gut. Ich hatte Geschichtsabi mündlich. Und? Ist nicht so gut gelaufen, sagst du, oder? Also im Vergleich zu den anderen war es ein bisschen schlechter, aber 12 Punkte sind 12 Punkte. Streber. Jetzt 9 gewusst. Hättest du es gewusst dann? Ja. Aber es hat zu lange gedauert, das war das Problem, ja, ne? Ich brauche immer, bis ich die Frage nochmal gelesen habe. Ich muss das mal nochmal selbst lesen. Ist dann vielleicht nicht das richtige Format? Nee, das ist korrekt. Ich bin hier auch nur wegen dir. Oh, mein Herz. Aber nächstes Mal ja dann vielleicht mit Textfragen noch dabei. Oder was heißt vielleicht, Melo, du machst das? Ich. Oder du moderierst ein. Oh, scheiße. Ja, dann lies bitte auch aus Versehen die Antworten vor. Ja, perfekt. Das wäre eine super Idee. Egal, dann haben wir schon 3 500er weg. Die Frage ist, wer ist dran? Ich glaube, Olli, ne? Olli. Ja, let's go. Dann machen wir nochmal was Leichtes weg. Ja, du musst mir nur sagen, was. Twitch 200, ab geht's. Jo. In welchem Jahr ging Twitch das erste Mal online? Ach, zählt Justin TV mit? Gute, das steht hier nicht. Also hier steht, also in der Antwort steht halt in der Beta-Version quasi, ne? Ich sag nicht das Ja, aber in der Beta-Version, ne? Oh, irgendwer hat gedrückt. 2014, Kisa hat gedrückt. No risk, no fun. No risk, no fun. Ja, man muss das auch mal ein bisschen risky spielen, Kisa. Und ich sag dir, der Risk hat dir so viel gebracht, weil der Risk bringt dich nach Olli. Let's go! Yeah, let's go! 2011! Keine Ahnung. Da war Justin TV damit gemeint auch noch. Oh, was? Mein. Also ist es so? Ich kann es euch nicht sagen. Das heißt, glaube ich, seit 2013, 2014 heißt es Twitch. Ah, okay. Ja, guck mal einer an. Scam! Mello! Ich hätte gewusst, wenn du gesagt hättest mit Justin TV. Ja, dann hättest du 11 gesagt, ne? War klar, ja. Hätte ich jetzt auch erwartet, ne? Okay, so, wir teilen uns den letzten Platz, da fühle ich mich wenigstens nicht warte, alleine wohl. Ich komme noch ein bisschen weiter nach unten. Okay. Ich habe jetzt das. Ich bin Letzte. Ey, es ist noch alles drin, ne? Vielleicht waren das jetzt einfach schlechte Fragen für den oder diejenige und vielleicht geht's jetzt, ihr müsst, ne? Nicht tilten. Don't FF. Wir gehen weiter rein, müssen wir. Wir müssen weiter in die Schichten der Fragen rein. Und deswegen würde ich sagen, Kisa, vielleicht kannst du dich selber mit einer Fragenauswahl retten aus der Schuldenfalle. Peter Zwegert ist schon unterwegs mit seinem Flipchart, also ich würde aufpassen. Ich habe schon gesagt, wer weiß denn, so. 500. Ach so, ja, habe ich nicht gehört. Ja, das stimmt. Vielleicht wird es jetzt, ne? Reverse, wer weiß. Wir gucken, wer weiß denn sowas, 500, wer weiß denn sowas überhaupt? Wie heißt der CEO von Google? Also ich glaube, von allen anderen Firmen hätte ich es gewusst, aber von Google? Erstmal gucken, was Mello so sucht. In seinem Browser. Das ist ja bestimmt ein Screenshot von ihm. Ist das oben rechts sein Profilbild, Mello? Google. Google sind 2. Das bist nicht du, Mello, okay. Oh, ich weiß noch, wie der aussieht, aber ich komme nach. Ja, also, wenn ihr mir den Fingerabdruck nachmalen könnt, dann würde ich das auch gelten lassen. Im Chat wissen es auf jeden Fall der ein oder andere. Ach, krass. Ich habe keine Ahnung. So, manche nur den Vornamen, manche nur den Nachnamen. Danny mit dem Lull hinter. Fängt bestimmt mit G an, wegen Google, der Vorname. Nein, aber keine Ahnung. Der Name Google entstand ja aus der Zahl Gogol, eine Zahl mit 100 Nullen, glaube ich, oder 1000 Nullen, irgendwie sowas. Die größte Zahl, die es gibt, irgendwie? Die war ein Sunrise und Lol-Item, das ist nicht richtig. Ja, Gogol ist 1000 oder 100 Nullen. Ja. Ich komme auf gar keine Namen gerade. Ich habe einen Namen im Kopf und ich komme nicht weiter von dem weg. Erzähl mal, ich kann dir einen Tipp geben danach. Mein Kopf schwirrt nur Timon. Oh, ich hoffe, das ist bei allen so. Natürlich. Ja. Safe. Das hat irgendwie lange gedauert bei dir, Cosmos. Die anderen haben mich überzeugt. Das war der Leck, sorry. Ach, Junge. Das gute Sauerland-Internet, ne? Man kennt's. Och, Mann. Wie viele Punkte war die Frage? 500 ist das. Okay. Kommst du uns? Schneekristall, kommst du uns? Ja. Minus 200. Crossness könnte sich Schneekristall annähern.
Und Schnickister könnte sich Kisa und Olli annähern. Und andersrum natürlich auch, wenn ihr es richtig macht, ne? Nee, ich glaube, wenn ich es sehe, denke ich so, ja, klar. Also ich habe den Namen noch nie gelesen. Echt? Nee, okay, noch nie. Dann doch nicht. Och Mann, das ärgert mich jetzt. Das ärgert uns alle. Ich würde sagen 5. Steht das hier irgendwo dabei? Ja, das steht immer unten rechts. Du googelst seit Jahren und es steht da immer. Ja, Wasserzeichen. Wenn du das Bild umkehrst und dann ins Negativ versetzt in Photoshop, dann siehst du es. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Es möchte keiner drücken, wir gucken. Und es ist Sundar Pichai. Nee, niemals gehört. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Hä? Auch noch nie gehört, ne? Wer ist das? Ja, das ist der CEO. Ja, genau. Ist schon traurig, wenn du so eine riesen Plattform und keiner kennt deinen Namen. Ja, also man kennt ja die anderen so, ne? Man kennt ja Facebook, ja. Man kennt, ja gut, Snapchat aber wüsste ich jetzt auch nicht. Erfunden, oder? Ist der Mitgründer gewesen? Ist der CEO gerade im Moment, ne? Kann sein, dass er als CEO angestellt. Also ich glaube nämlich, okay. Gegründet haben zwei Leute Google. Da hatte, glaube ich, Skip im Chat eben recht. Ich weiß es aber auch nicht. Nein, der ist CEO. Ja, Danny sagt, er ist CEO, er ist nicht gegründet, der ist CEO. Okay. Ja, genau. Gründer waren zwei. Guck mal, Danny sagt nochmal alles, was ich auch gesagt. Danny, wir sind's. Unser Hirn, ne? Dass du keine roten Haare hast, ist Wunder. Ja, gut, dann wussten wir da jetzt leider nicht. Übrigens, hab ich dir schon mal erzählt? Echt? Ja, ich glaube, du hast mir schon mal erzählt, ja. Hast du mir jetzt nicht sogar eine Autofahrt gezeigt? Das kann. Das war doch da, wo wir fast den Unfall gemacht haben. Konsole gelegt. Oh, ja, vielleicht kommen die daher. Okay. Also, wer das nächste Mal mit mir Auto fahren will, ne? Das ist super eingerichtet. ja, schön, cool. Dann haben wir jetzt nur eine 500er. Keiner hat sich getraut zu drücken. Olli hat sich getraut, das auszuwählen. Mann. Ich glaube, es war Olli, ne? Ja, es war Olli. Es war Kisa. Kisa, hast du. Wer hat denn die 500er ausgewählt? Warst du das? Ach, guck mal, okay. Oh, sorry. Ist auch wirklich, wer weiß denn sowas. Also das war ja, das war wirklich, wer weiß denn sowas, ja. War auch 500, also das ist ja eigentlich normal, dass das keiner weiß. Mal gucken, was sich Schneekristall aussucht, um euch wieder zu blamieren. Letzte 500er-Frage. Wie bitte? Ich nehme die letzte 500er-Frage. Die letzte Filme und Serien 500. Oh. Wir drücken drauf. Ja, let's go. Wie viele Oscars gewann der Film Titanic? Aber man muss schon was riesig. Oh, Kisa drückt. Ich habe keine Ahnung, 6. Oh, ich dachte, du hättest jetzt richtig Ahnung. Was hätten die anderen gesagt, bevor ich es auflöse so? 11. Ja, gut. Damit würde ich sagen, Kisa, viel Spaß in den unteren. Und Cross hätte es einfach gewusst. Einfach Titanic jeden Samstag, Junge. Ich will Schneekristall noch eine Chance geben, ja? Das ist aber nett. Ja, das ist nett, ja. Die hier muss gewinnen. Ja, aber ich gewinne. Hey! Ja, dann darfst du dir die Fragen nicht wegnehmen, ne? Hallo? Ja, sorry. Kostas, kannst du mit deinem Stuhl die Pose nachmachen, wenn du schon weißt, wie viel Oscars der Film hat? Der Stuhl hält dich fest. Lehn dich einfach nach vorne. Na, lehn dich einfach nach vorne. Ja, guck mal. Ja, perfekt. Ja, ja, guck mal. Das wollte ich doch sehen. Jetzt noch ein Entenmantel, dann wär's noch besser gewesen. Hält dich fest. Du hättest ja einfach, ne? Das wäre lustig gewesen, hättest du dich jetzt hingelegt. Also wir sehen auf jeden Fall die Präferenzen auf entweder die schwerste Frage der Welt oder die einfachste Frage der Welt. Wir haben eigentlich nur noch Mittelfeldfragen quasi. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas malen wollt, aber wir gucken mal, ob Crossness das Gemälde mit seinem Titanic-Fable jetzt erweitert oder eher nicht. Ich bin dafür, wir machen jetzt Twitch zu für 300, bitte. Twitch machen wir zu, gucken wir rein. Wie heißt die Messe von Twitch? Und es hat vergleichsweise lange gedauert. Und es steht sogar auf dem Stuhl, ne? Ja. Krass. Scheiße. Also, ja, gut, sag's, Crossness. TwitchCon. TwitchCon ist, ist richtig super Bild ausgesucht. Mello an der Stelle. Einfach ein Twitch-Stuhl. Ja, schön. 300 Punkte an den guten alten Crossy. Twitch ist zu, wir haben aber alles andere noch offen. Olli, wie gerne ist dein Mund offen am Wochenende, wenn du trinken gehst? Oh, der ist sehr weit offen. Der ist sehr weit offen, ja. Durstig ist der. Durstig ist ja der Junge. Sehr durstig. Ja, dafür ist am nächsten Tag dann zu, ne? Aber was willst du jetzt was offen oder zu machen, lieber, ist die Frage. Ist aber wieder Wochenende, ne? Es ist, ja, wir haben Dienstag schon, ja. Oh ja, für mich ist es morgen Wochenende. Ja, super. Schön. Ist offen. Und das heißt Gaming 200. Gaming 200, da sehe ich dich auch. Ab geht's, rein geht's in Gaming 200.
Welches ist das meistverkaufte Spiel der Welt? Und das weiß ich, dass das auch bei Kisa im Quiz war, aber Crossness weiß es, glaube ich, vielleicht trotzdem. Guck mal, Crossness, was sagst du denn? Ich glaube nicht, dass ich es weiß. Ich sage GT, Minecraft. Also hättest du es A noch gesagt, hätte ich es jetzt nicht gelten lassen, aber es ist Minecraft, ja. Es ist und bleibt immer. Wenn ich passen kann und dann immer eine Millisekunde früher. Das ist so ärgerlich. Ach, das ist fies, ne? Nächstes Mal machen wir ein DDoS bei Crossness, damit es länger dauert. Genau. Einen kleinen Delay rein. Mello, kriegst du das rein, dass ich da in der Browser-Source Delay auf die Button machen kann? Das wäre richtig nett. Leute, schön scammen. So, jetzt geht's eigentlich nur noch ums Zumachen, außer Gaming. Wir gucken. Kisa, möchtest du zumachen? Ich habe ja gehört, du trinkst am Wochenende auch, dieses Wochenende am Freitag. Stimmt. Und da wird dein Mund wahrscheinlich sehr viel offen sein. Ich habe gehört aus einer Quelle, dass du relativ viel redest, wenn du betrunken bist, so wie ich. Nö. Ja, ja. Ich wollte gerade was sagen, was vielleicht an ja. Das bleibt unter uns. Wer weiß denn sowas wie 100? Wer weiß denn sowas wie 100? Sagen wir, kürzen das einfach mal so ab. Ab geht's. Wer weiß denn sowas wie 100? Ab geht's. Meistverkaufter Manga der Welt? Ich hab keine fucking Ahnung. Crossness drückt. Ich hab auch keine Ahnung. One Piece. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Mein einziger Anime, den ich gucke und, es ist richtig, ne? Es ist richtig. Noch nie einen Manga gelesen. Das, das weiß ich durch deinen Podcast sogar. Ich kenne dich so heftig. Endlich, Mann. Mann, Junge, ich komm gleich rum, Alter. Ja, auch der einzige Anime, den ich gucke, ist die Frage, also bei Crossness, der guckt, wie hat er gerade schon gesagt, er guckt gar keine Animes und er liest auch keine Mangas. Wie sieht's bei euch aus, Kisa? Du guckst, glaube ich, auch relativ viel Animes, ne? Viel nicht, aber ich habe schon ein paar geguckt, habe auch ein paar Mangas hier im Regal stehen. Aber nicht den meistverkauftesten, ne? Nö, ich habe bessere Sachen hier stehen. Ach so. Da können wir nach dem Stream nochmal drüber reden. Schneekristall, wie sieht bei dir, weiß ich es gar nicht und ich kann es auch gar nicht einschätzen. Bist du so ein Manga-Fan? Wie bitte? Kannst du näher an dein Mikro? Ich glaube nicht. Ja, nee, also gar nicht geguckt. Vielleicht so ein, zwei Animes mal früher, aber jetzt gar nicht mehr. Guck mal, habe ich gut eingeschätzt, ne? Ich bin ein Menschenkenner. Olli? Auf jeden Fall. Bei Olli sage ich, warte. Ah? Ich sag doch schon, weil du hast einen Pikachu hinter dir, ne? Ja. Pikachu. Deswegen habe ich auch Pokémon geguckt und Heidi, die beiden Anime. Heidi? Ja. Das war ich auch überrascht, als mir das erzählt wurde. Es gibt ein Heidi-Anime, ja? Genau. Heidi ist der Anime. Genau, Heidi ist der Anime, genau. Ja. Was? Aber da war ich nur ganz klein, als ich den geguckt habe. Aber sonst. Das zählt als Anime, ja? Wieso zählt das als Anime? Weil es aus Japan stammt. Ja. Wirklich? Heidi? Wirklich. Ja. For real, der Almöli ist aus Japan? Meine ich, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre in Österreich. Ja? Sonst gucke ich keine. Es wird als Anime gezählt. Aber sonst guckst du keine. Sonst gucke ich kein Anime. Ich wurde vom Chat mal überzeugt. Oh, guck doch mal Anime. Guck doch mal wenigstens Death Note an. Und dann Death Note habe ich mich angeguckt. War geil. Aber es ist nicht so meins. Ja. Wenn das geil war. Ja, das habe ich auch so. Ne? Also ich gucke nur One Piece und ich habe mal irgendwie Seven Deadly Sins mal angefangen und Death Note den Film, One Punch Man die erste Staffel geguckt und so weiter, aber also immer mal reingeguckt, immer wieder abgerutscht in die Szene. Abgerutscht. Ja, nein, immer mal wieder reingerutscht in die Szene, ja, so kann man es besser sagen, aber auch nie hängen geblieben so, ne? Dann lieber meine schönen Serien. Also so schön mit Jenna Ortega. Wednesday, Jungs, ich kann es jedem empfehlen, ne? Gut, dass sie über 18 ist, hä? Ja, gut, dass die 20 ist. Ach stimmt, der Clip, der war gut. Okay, jetzt haben wir schon wieder so lange gequatscht, Mensch. Ihr macht mich auch. Ihr Schlingel, ne? Wer ist denn jetzt schon wieder dran? Schneekristall ist dran. Ich vergesse es immer bei Kisa, ne? Ich bin nicht dran. Bist du? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Was hatten wir denn gerade für eine Frage? Ich weiß denn sowas 400? Ja, stimmt. Ja. Also. Oder war nicht gerade Film? Da war doch gerade die. Nee, Film und Serie war doch gerade. Gerade war Film und Serie 400. Das letzte bleibt offen, da haben wir alle 6 Mal. Und dann die 25. ist dann wieder neue Runde, theoretisch. 25. Frage.
Ihr könnt nicht mal Mathematik reinmachen. Dann bin ich dabei. Wir brauchen so ein Ding, was so zeigt, was gerade dran ist. Ja, Mello, das brauchen wir. wer ist denn jetzt dran? Ich habe es jetzt nicht ganz nachgerechnet. Ah, okay, Schneekristall. Okay. Guck mal. Übelst der Rechengenie. Schneekristall, dann erzähl mal. Allgemeinwissen 400. Allgemeinwissen 400. Wir machen Allgemeinwissen damit zu und gucken rein. Wofür stehen die Olympischen Ringe? Och, Mann! Olli! Wollen wir das Punkte teilen? Das geht nicht, ne? Nee. Für die Kontinente ist vollkommen richtig. Manche, Akisa und ich verbinden das mit dem Audi-Symbol. Weil, das hat uns den Sieg bei Codenames gebracht. Das stimmt. Aber Olli damit aus der Schuldenfalle raus. Peter Zwegert dreht schon wieder um mit seinem Transporter. Endlich mal. Es ist alles easy. Fährt zu Kisa. Die brauchst du auch ganz dringend. Kisa, du kannst noch aus der Schuldenfalle rauskommen. Zu dem Rest sage ich einfach gerade nichts, weil es ist irgendwie gerade schon ein bisschen eindeutig. Einfach richtig rein. Ja, du bist aber nicht dran, ne? Ach so. Cross this darf doch erstmal, Kisa. Du darfst die letzte Frage entscheiden, Kisa. Oh, gut, Gaming okay. 400 trotzdem. Nice. Gaming 400 trotzdem. Für die Kisa loggen wir ein. In die Schuldenfalle. Gaming 400 ab in die Schuldenfalle. Peter Zwegert fährt. Gib nochmal die Gas. Welchen Beruf übt Super Mario aus? Crossness ist es und Crossness weiß es wahrscheinlich auch. Ja. Kempner. Ja. Kempner ist richtig, Junge. Der macht deine Rohre richtig frei, der Boy. Vor allen Dingen bei Peach. Nein, das lassen wir einfach. Ist richtig, wir enden die Question und reden auch nicht mehr drüber. Schade. Apropos aber Mario, spielt ihr Nintendo-Spiele? Habt ihr eine Switch? Nee. Gar keine eine Switch, ne? Das letzte Mal. Nee, ich habe auch keine. Nee. Also ich habe früher gespielt, klar, ne? Smash Bros. Habe ich gespielt. Smash Bros. Kurz mal zwischendurch. Snake, heißt der Snake? Der Agent? Der Agent? Heißt der Snake? Der kann so schießen, so eine Panzerfaust hat der auf dem... Smash Bros? Ja, auf der Wii. Snake. Snake aus Metal Gear Solid, ja, guck mal hier, die wissen's. Den habe ich gespielt, ja. Ist das ein Nintendo-Franchise? Wild, wusste ich nicht. Ja, und Kirby. Kirby war geil, die konntest du reinmachen und dann... Und du konntest eine Attacke von einem Gegner klauen, wenn du ihn eingesaugt hast. War toll, toll, tolles Erlebnis, so viel habe ich noch nicht gesaugt. Aber, davon wieder weg. Ja, Olli, dann such doch mal aus, was Kisa gleich aussucht quasi. Ich würde sagen, wir sind ja langsam warm gelaufen. Ja, sollte so sein. Wir haben noch zwei Fragen vor uns. Daher lasse ich Filme aus erstmal. Ja. Um Gaming 300 zu nehmen. Gaming 300, ab geht's. In welchem Königreich muss Link Prinzessin Zelda retten? Keine Ahnung, nie gespielt. Ich auch nicht. Ja, wir haben ja gerade geklärt, wir haben alle keine Nintendo Switch und Kisa hat ein DS Lite. Und hat aber kein Zelda gespielt. Nee. Ich wüsste es auch nicht. Oh mein Gott, wie kann man das nicht wissen? In Caps Lock wird dir geschrieben. ich wüsste es auch nicht. Ich weiß ihn nicht. Also, weiß es irgendwer? Welchem Königreich? Wie kann man nur? Oh, Julies ist enttäuscht von dir, Crossness. Steht doch nicht auf dem Bild, ausnahmsweise. Steht ausnahmsweise nicht auf dem Bild. Vielleicht ist da irgendwo ein Ortsschild noch, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ich würde runterzählen. Aber das Spiel heißt doch bestimmt so, ne? Also es gibt da Zelda, und da ist bestimmt der Ort einmal drin. Ich kenne halt ja. Zwei Titel ein, ne? Ja. Ori and the Blind Forest, keine Ahnung, ne? Gut, dass du nicht gebuzzert hast. Naja. Zelda und Tilted Towers. Tilted Towers, genau. Geil. Los Santos wäre es gewesen, natürlich. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Und es wäre, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hyrule. Hyrule. Das ist doch Basiswissen. Ihr macht euch gerade übelst, also ich habe es ja auch gesagt, ich macht euch richtig, richtig nicht beliebt. Das klingt wie ein TFT-Charakter. Ich habe es richtig ausgesprochen. Hyrule. Nee, Hyrule, ne? Wegen Hyrule vielleicht? Wegen dem Modus von TFT? Genau. Ja, vielleicht assoziierst du das deswegen so. Und ich bin richtig stolz, dass ich assoziieren sagen konnte und wissen wusste, was das heißt. Guck direkt, ach, das hat sich auch wieder erledigt, Junge. Deutsche Fachbegriffe als nächstes Mal als Kategorie bin ich dabei. Das wäre eine gute Idee, ne? Hyrule. Ja, da kann ich absahen, aber sonst... Absahen. Also Zelda auch keiner gespielt und keiner wusste es. Ganz schwierige Frage an Kisa an der Stelle.
Ach. Weißt du schon, hast du dir schon Gedanken gemacht? Sollen wir kurz 5 Minuten Pause machen? Ja, hast du dir schon Gedanken gemacht, was du nimmst? Schwer. Aber also nur damit ich auch mal eine Chance habe, dachte ich, ich nehme jetzt mal Filme und Serien 300, weil... Ne, ja, so der Film und Serien. Nimm was anderes, bitte. Nimm, Gisa nervt jetzt nicht, ja? Nimm mal was anderes. Doch, ich will auch mal das Gute kriegen, ja? Ja, komm, dann gehen wir rein in die letzte Frage. Olli kann noch den 2. Platz erreichen. Kisa kann noch das minus 1000 erreichen. Und ja. Schneekristall kann noch auf den 3. abrutschen, falls es falsch macht. Wir gehen in die letzte Frage für das heutige Quiz rein, Alter. Let's go. Filme und Serien 300, ab geht's. Welches Filmfranchise gilt als das weltweit kommerziell erfolgreichste? Und da ist Crossness natürlich wieder am Buzzer. Er will nochmal seine Stärke zeigen. Crossness, willst du die richtige Antwort sagen oder die falsche? Sag es mir. Weil explizit nach einem Filmfranchise gefragt wird, würde ich Star Wars behaupten. Du hast am Ende nochmal gezeigt, dass es nicht so ist. Und zwar ist es die Marvel Comic-Verfilmung. Und damit nochmal dick Minuspunkte Crossness. Wir gucken mal auf den Punktestand, ob dich das jetzt zurückwirft oder nicht. 1800 ist eine knappe Sache. Schon unter 2000, weiß ich nicht. Aber Star Wars hätte ich auch gedacht, ne? Star Wars hätte ich auch gedacht. Dann vielleicht nochmal als abschließende Diskussion, meine lieben Teilnehmer des heutigen, wie nennen wir das Quiz? Wet Chris Seacat? Nikolaus Red Chrissy Quet Wet. Quiz. Was ist denn euer Lieblingsfilm-Franchise im Moment? Nicht all time, sondern im Moment. Schneekristall, fang du doch mal an. Nee, ich will nicht anfangen. Nee, du willst an bei anderen abgucken, ne? Ja gut, dann. Ja, ich gerade nicht so viele Filme und so. Ach so, okay. Keine Zeit. Na gut, dann such dir doch schon mal eine Lieblingsserie aus, bis ich dich gleich nochmal frage. Kisa, was ist dein Lieblingsfilm-Franchise? Du hast gar keine Ahnung. Naja, guck nicht so viele Filme, die zu Film-Franchises zählen, sondern halt einzelne Filme. Ja, und was ist da dann dein Lieblingsfilm? Ich habe keine Ahnung, es gibt so viele Filme, ich weiß es nicht. Okay, welcher Film fällt dir als erstes ein, wenn ich dir die Frage stelle, Kisa? Wenn du nicht mal die Frage beantworten kannst, dann weiß ich, warum du minus 700 Punkte hast. Komm. Ja. Ja, wir machen weiter. Olli und Jungs, bitte rettet mich aus dieser Frage. Bitte wisst, was euer Lieblingsfranchise ist. Also, Olli. Ist ein Franchise, muss das mehrere Filme sein? Oder ist es Nein, du kannst auch deinen Lieblingsfilm sagen. Hauptsache, es wird mal geantwortet. Ich gucke auch sehr wenige Filme, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, alle. Wir sind busy Streamer. So spontan würde ich so sagen, Inception, weil ich mich mit Klarträumen beschäftigt habe. Fand ich Inception halt auch sehr, sehr interessant. Okay, guck, hast du luzides Träumen schon geschafft? Ja, ich habe es auch damals ein bisschen geübt und ich habe es auch mal 1-2 Monate durchgezogen und da hatte ich das auch 3-4 Mal die Woche gehabt, das luzide Träumen. Was? Wow, easy. Damn. Irgendwie ist es geil? Es ist geil. Beispiel, du isst eine Banane und der Geschmack ist einfach 4-mal so doll. Ach so. Oder du Ach so, aha, okay. warst im Bett und anstatt so 5 Sekunden Freude hast du auch mal 30 Sekunden Freude. Okay. Ach so. Okay, ich weiß schon, was du machst beim Schlafen, ja. Okay, ich hab's verstanden. Ey, das ist cool. Kannst du mir da könntest du mir mal gerne ein Tutorial schicken? Also, man schläft auch generell doch auch besser dann, ne? Die auseinander. Manche sagen, man ist eigentlich ausgeschlafen, manche sagen, man ist wieder danach nicht so fit. Aber ich habe mich immer danach fitter gefühlt, muss ich sagen. Okay, ja. Gut. Mit Glückshormonen aufgewacht meistens. Ja, du kannst auch so viel machen, du kannst da auch Sachen üben, du kannst Dart spielen üben und sowas. Das übst du richtig, wenn du richtig drin bist irgendwann. Boah, Junge, League grinden. Ja, jawohl. Kannst machen. Überträgt sich das ins echte Leben dann, wenn du wach wirst? Ja, zum Beispiel, ich habe mal Ski gelaufen, sondern, wie nennt man das auf Eis? Doch, Ski. Eislaufen. Nicht Ski. Eislaufen, genau, Eislaufen. Genau, Eislaufen. Ich hätte Snowboard gesagt, aber ja. Ich konnte es gar nicht. Dann habe ich irgendwie zufällig einen Klartraum gehabt und habe es da geübt und bin da voll perfekt gefahren. Am nächsten Tag bin ich wieder raufgegangen, um es auszuprobieren. Ich bin zwar auch noch hingefallen, aber Krankenhaus. Nein, das nicht. Aber ich konnte länger stehen, auf jeden Fall. Und das. Ja, länger stehen ist in deinem Alter ja auch langsam ein Thema, ne? Ja, jetzt, weil du nicht luzides träumen kannst. Mann. Krass, das ist auf jeden Fall krass, Olli. Geil. Habe ich noch nie, also ich habe noch nie einen. Oh, okay. Ja, gut, dann. Naja. Sonst könnten wir ja mal zusammen schlafen.
Ich muss aber Reality-Check machen, weil das ist das Wichtigste. Wenn du sechs Finger hast. Er dachte gerade, boah, mein Traum. Ja. Timon hat mich gefragt, ob ich mit ihm schlafen will. Mein Traum ist in Erfüllung. Ist das real? Ja, Crossness, wie sieht's bei dir aus? Abseits von luziden Träumen, was ist dein Lieblingsfilm-Franchise? Weil du gesagt hast, im Moment würde ich sagen Harry Potter, weil Hogwarts Legacy nächstes Jahr kommt, habe ich Bock drauf. Nächstes Jahr kommt das erst, okay. Da hast du Bock drauf. Ja, ich glaube, ich werde es auch spielen, ne? Mal gucken. Harry Potter immer geil. Ich sagen, das Geist ist heftig. Man kann schon den Test machen, welches Haus man kommt übrigens, ne? Ja, aber das ist ja quasi auch wie Spoilern schon. Ja, true. Aber man kann es auf der offiziellen Internetseite auf jeden Fall schon machen. Alle schreiben gute Wahl. Die meisten haben auch eben Harry Potter geschrieben, habe ich gesehen. Bei mir ist es natürlich Herr der Ringe und Marvel, deswegen habe ich es tätowiert. Na, ihr wisst ja, hallo. hallo. Irgendwas ist gerade in meiner Küche runtergefallen, aber da können wir mal später drüber. War wahrscheinlich wie eine Motorsäge und eine Konfettikanone. Wer weiß, was man Vermieter wieder anstellt. Ey! Crossness, ich beglückwünsche dich. An die 50 Euro. Du kannst sie am meisten gebrauchen. Ja, weil ich broke bin. Ja, oh. Cross ist nämlich ein armer Student, der armer Student ist, ja. Aber er hat das Bier ausgegeben, deswegen Cross ist hier, kriegst du die 50 Euro wieder. Ich denke mal, du musst mal, oder Mello, schreib dich mal an, Mello. Du klärst das, weil das ist ja dein Geld. Mello hat das nämlich alles gesponsert, wie eben schon gesagt, streamgames.tv an alle Streamer, die gerne solche Game-Shows hier machen können. Könnt ihr euch da kaufen, ihr könnt da Partner werden, alles mögliche. Ich bin da Partner. Kisa ist da auch Partner übrigens. Und es gibt verschiedene Quizshows wie Wer wird Millionär, diese hier, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Und Chat-Duell, was wir auch mal wieder bald spielen. Ich danke euch allen fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn es ein sehr einseitiges, es war schon eine krasse Rasur von Crossy, Alter. Ja. Holy shit. Sehr gut geholfen. Können wir hier nochmal hier Crossness dafür celebraten? Ja, wir klatschen alle. Oh, nee. Einmal klatschen, auch in den Chat bei Timon, weil da kann man sehen. Ja, stimmt. Danke sehr. Crossness.